Das Gold soll mir erstmal genügen. Oh, währenddessen mache ich hier mal zu. Und hier langsam mal zu. Das ist echt praktisch mit den großen Holzpflanzen. Da komme ich viel schneller an Holz. Und durch die Bauersparnis... Ja. Die Betten könnte ich wieder etwas enger ineinander stellen. So, da geht es wirklich in den Raum rein. Und das Silber da lasse ich auch mal, wo es ist. Wie gesagt, ich versuche erstmal den Raum da. Da ist immer noch Stein. Im Weg. Und da ist jetzt Eisen. Auch gut. Also ja, in die beiden Räume da will ich. Und eigentlich will ich auch in die beiden Räume da. So, und wenn wir schon dabei sind, frische Trainingsfiguren für die vier. Oh. Das ist jetzt fast schon unfair putzig. So. Dass jetzt hier eine ganze Horde von Zwergen arme Level 1 Maulwürfe verprügelt. Da ist da sicherlich auch nur ein Maulwurfshort, aber egal. Den buddeln wir auch noch frei. Und dann können wir in diese Richtung weitermachen. Und dann können wir hier runter. Auch wenn ich hier das Gefühl habe, dass ich in einen ziemlich bösen Bunkerkomplex reingrabe. So. Gold und Eisen da rausholen. Der levelt freundlich auf. Das hier und dann geht es hier oben weiter, bis wir bei Gelddruckerei sind erstmal. Wobei Militär ist, glaube ich, etwas wichtiger im Augenblick. Gerade, dass wir Offensivstrategien freischalten. Also das, was vor Heroismus liegt. Nee, Offensivstrategien da vorne und Soldatenkultur ist eigentlich auch nicht unnütz. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt jede Menge Geld und Eisen wieder mal. Und dadurch, dass ich so viele Truhen oben im Thronsaal habe, in meinem Schatzhort... Klappt das auch ganz gut hier alles. So. So, so, so. Hm.
den erstmal weg, dass er nur die beiden zubaut. Die haben sogar noch Gold entdeckt da hinten. Ich glaub's ja nicht. Also ja, solche Maulwurfslöcher sind manchmal richtige Fundgruben. So, dann noch das hier alles rausholen. Dann erstmal hier weiter als nächstes. Auf Level 4 mache ich dich mal zum Soldaten. Du kannst dann ja hier oben in aller Ruhe und Gelegenheit trainieren. So, das wäre hier erledigt. Ich mache jetzt erstmal das Offensichtliche, bevor ich anfange, den Boden zu flicken. Gerade hier wird es wieder schön mit dem Boden flicken. Kriegen wir aber alles irgendwie hin. Das meiste ist ja jetzt schon mal geflickt. Dadurch, dass wir so lange auf die richtigen Forschungen gespart haben. Müssen wir nur noch hier ein bisschen zumachen. Mal alles andere sollte wirklich jetzt über diese Basis hier reinkommen. An Feinden. So. Hier sind Barrikaden, das heißt, ich kann hier drüben eine Tür hinmachen. Am besten eine Massivtür. Um im Notfall das Militär und alles auszusperren. Genau. Ja, die Jungs da sehen jetzt trainiert genug aus. Und ich kann mal über Umwege hier vorsichtig reinbuddeln. Sword. Oh, ihr kommt ja gar nicht da raus. Hatte ich irgendwie verdrängt, dass sie da unten festsitzt. Eigentlich nicht, aber... So, du bist Level 5, das heißt, du wirst zum Kämpfer. Und das reiße ich erstmal ab, bis ich es wieder brauche. Also die Hälfte von den Zwergensoldaten, die ich später brauche, habe ich. Und wenn ich wirklich das Gold im Überfluss kriege durch die eine Forschung hier, wird es sowieso einfach sein, genügend Zwergensoldaten. Weil es geht ja hauptsächlich um den Hortausbau.
Aber ja, ich kann, kann zur Not große Truhen erforschen. Um meine Dings wahrscheinlich um 50% zu steigern, meine Kapazitäten. Hey, guck mal, ich habe sogar Eisen entdeckt. Dadurch, dass ich... hier reingrabe. Und da ist sogar noch mehr Turmalin und Zeug. Ach. Das ist nur ein Gnom. Tut mir leid, dass wir deine Bude einreißen, aber wir müssen da leider weiter, wo du wohnst. Ja, meine Fernkämpfer machen das schon alleine. Jo. Er ist da oben fleißig beim Trainieren. Werde ich wieder genug Gold habe, um hier Löcher zu stopfen. Okay, warum kann ich da nicht stopfen? So, ich nehme den mal kurz weg und versetze den nach hier. Warum kann ich dieses Loch nicht stopfen? Ist doch nichts im Weg. Und weiter nach oben geht's auch nicht. Das ist jetzt blöd. Ich könnte das drunter zubauen, aber nicht das drüber. Und ja, ich habe jetzt gerade meine Wände und alles kaputt gemacht. Nein. Geht einfach nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht geht. Gut, machen wir dann halt hier mal zu. Muss ich das Loch da oben ignorieren? Und ich könnte hier in die Ecke noch einen Pflanzkübel oder so stellen. Verzierungen, Pflanzen. Dort habe ich so nette blaue Blumen hingestellt. Hier könnte ich eine Palme hinstellen. So. Mhm. Gut, ich kann da das Turmalin noch ausgraben, aber erst einmal ist es jetzt wieder Zeit für einen Cut. Das war heute nur eine kurze Aufnahmesession. Nur eine Stunde. Das nächste Mal wird es wieder länger. Also, bis dann.